einen schönen Anfang. Ich glaube, ich habe schon direkt was. Ja, ich habe auch nichts. Ich habe auch was. Ich habe auch was. Ich habe nichts. Egal. Ich habe auch nichts. Let's go. Ich weiß, also. Vito, ich habe die Idee aber auch schon umgesetzt. Das muss jetzt. Okay, Leute, das wird's. Was? Oh mein Gott. Wer hat den Schlaganfall, als er das geschrieben hat? Mann, ja, klar ist das keine Posaune. Wie, als ob ich Ahnung hätte, wie eine Posaune. Keine Ahnung. Ach komm. Es tut mir so leid. Oh, super ja. geil. Jetzt Mann. Komm noch nicht da. Oh, warte, halt. Funk ist neu. Funk. Kurze Frage. Wenn du Achso, die Initiationsfrage. Hättest, ja, genau. Wenn du eine Freundin hättest, die halb Fisch, halb Mensch wäre. Oh Gott. Welche? Okay. Brito, stell die Frage. Mann, wenn du eine Freundin hast, soll sie oben oder unten rum Fisch sein? Das war's, das ist die Frage. That's the question, that's all. I'm sorry. Oh, irgendwie ist das ein bisschen minimalistischer geworden, als ich wollte. Aber dann untenrum. Dann lieber untenrum, ja. Was? Komisch. Sehr gut. Das ist ein Mann der Kultur, Mann. So, jetzt. Ich verstehe es nicht, aber okay. Ich verstehe es auch nicht. Doch, absolut. Ah, doch. Safe, habe ich auch gesagt. Kennt ihr das, wenn ihr einfach weiter an der Stripperin zusehen wollt, aber ihr habt kein Geld mehr? Nee. Nein, tatsächlich nicht. Geld. Ich bin reich, also. Ja. An Geld liegt's nicht. Die machen das auch umsonst für mich, so deswegen ist das kein Thema. Okay. Die machen das auch. Die bezahlen dich, damit du zuguckst. Mhm. Aber du musst doch nicht bezahlen für eine Stripperin, um ihr zuzugucken. Ja, aber wer konsumiert denn umsonst, Alter? Ich? Wow, Mauki. Okay, das ist was anderes, wenn du mir zuguckst. Das ist nicht das wie ist so. In so einem professionellen Lokal. Warum bin ich eigentlich so dumm? Ich weiß nicht, frag mal deine Eltern. Also ich hätte da ein paar Theorien, willst du sie hören? Ja. Mann! Oh. So. Ja, es ist ein Kunstwerk, ich lasse es so. Das ist kein Blut, das ist Feuer! Hä? Das checkt man doch. Okie pokie! Let's go. Oh, süß! Ja, gut, dass ich das nächstes Mal durfte. Ich hatte. Warum hab ich einen Start? Naja, also. Kurz erklären? Oder? Hey, du, das ist deine Geschichte, du musst sie vorlesen. Wie geht's weiter? Ja, keine passiert? Ahnung, Papo spielt so geil, dass. Genau. Das Party einen Steifen bekommt und Toro sich ein. Ja. Nest. Und dann ist Party wütend seine Flöte. Das ist Papo. Das ist bin ich. Papo und sie bleibt im Hals stecken, so wie ich das Stück damals. Aber dann verdaut er sie irgendwann und ist immer noch böse. Okay. Und dadurch, dass sie Flöte gegessen hat, wird es super Papo. Solange trainiert, bis er glatzköpfig und unbesiegbar wurde. Oh, smart, Anni, smart. Nice. Das ist gut. Das war clever. Das ist wirklich eine coole Sache. Warum hab ich zwei Bizeps? Ja, frag mich, akzeptier es einfach. Und Parzi auf dem Weg zum krassen Musikauftritt. So okay, Parzi, das ist deine Story. Ja, aber diesmal sind wir unterwegs zum krassen Musikauftritt. Ja, und da gehen wir jetzt halt hin, ne? Wir sind gut gelaunt. Groß gebräunt, gut aussehen. Ja, und jetzt ist da irgendwie eine Burg und unsere Instrumente fliegen durch die Gegend. Hey. Ja, sorry. Ich hatte das Bild vergessen und habe einfach eine Atombombe. Und hat alles vernichtet. Boah, Finn, die Leute jetzt schreiend wegrennen. Ich glaube zwar nicht, dass das bei einer Atombombe so viel bringt, aber ey, sie können es versuchen. Oh. Ja, und offensichtlich haben sie es auch nicht geschafft. Und jetzt gibt's noch einen Waldbrand. Fallout. Nein, das ist Universum. Der Krater! Achso, der Krater. Fallout-Universum. Ja, Fallout. Ja. Ich weiß nicht, was ich schreiben sollte. Sorry, I guess. Du musst eigentlich immer so schreiben, wenn sie meine Geschichte sind heute. Ein Frosch fusioniert mit einem Hamster mit buschigen Augen. Ja, klar. Ja, klar. Mit buschigen Augen. Kommt jetzt Papo gleich? Oder da sehen wir unseren Frosch mit den buschigen Augen, wie er sich freut. Denn er wartet auf seine Fusion.
Der ist doch so dick und funktioniert. Er hat auch einen wunderschönen Blink. Er hat alles im Leben erreicht. Alles im Leben erreicht. Bis auf die Vision. Auf die Vision warten wir natürlich noch. Denn der Frosch an sich denkt sich, ja, leck mich am Arsch, bevor ich noch auf die Fusion warte, springe ich noch durch die Gegend und fress hier einen Fliege. Ha! Doch dann fusioniert auf einmal die Fliege zu einem Pac-Man-Fliegenmonster. Der Frosch ist sehr, sehr schockiert. Schockiert er den Mann, okay. Der Pac-Man-Monster Fusionsfliegenart Pac-Man. Der Frosch denkt sich nur in den letzten Atemzügen. What the fuck? Ich muss durch diese ganze krasse Verdauung durch. Leck mich am Arsch. Ich bin wahrscheinlich richtig tot. Tot. Dann fusioniert wie so ein Aktivismus-Monster zu einer brennenden, furzenden, feurigen Katze. Die Katze brennt im Höllenfeuer. Und sie stirbt. Maoki, warum? Was hält denn? Sorry. Bis du den großen Kreis gezeichnet hast, war es doch noch okay. Ja, aber ich fand das so lahm. Und dann war ich so. Dann haben alle sich beschwert, dass ich nicht von hinten gemalt habe. Dann habe ich es von hinten gemalt. Ja. Das sieht auch sehr, noch sehr nach einer Fliege von hinten aus. Ja, doch, ja. Alle haben sich beschwert. Alle. Wirklich. Jeder meine Mom hat angerufen und war so: das, ja. Warum? Ist keine warte nicht zu, ja, richtig. Warte nicht zu lange auf seine Fusion. Okay. Yeah. Bin ich jetzt dran? Oh Gott. Ja, Maoki, hau raus. Bart und Burrito sind die heißesten Mädels in Strip. Oh, what? Das wurde aber was ganz anderes. Geworden. Oh mein Gott. Alter, Bart, Alter, ich hab... Ey, Burrito, wir beide, ne? Hör mir zu, ja. Bart. Bart und Burrito sind auf jeden Fall die heißesten Mädels. Das finde ich besonders. Ja. Ich gucke mir das auch immer ganz gern an und deswegen bezahle ich vor allen Dingen Burrito. Bart ist einfach nach Hause gegangen. Bart ist einfach gone. Bart wurde frei. Und weil ich das so geil finde, mache ich mit und tanze eine Runde. I guess, um es denen zu zeigen, wie es richtig geht. Aber kassiere dann das meiste Geld. Tut mir leid, Leute. Aber ich tanze nicht, wenn du kein Geld hast, also verpiss dich aus meinem Club. Ah, der tanzt nicht. Ich. Jo. Jetzt auf OnlyFans, meine lieben Freunde. Ich liebe es. Ich wusste das direkt. Es tut mir leid. Weißt du nicht, was ein Wehr-Burrito ist? Du wirst zum Burrito, wenn du die Cursed Sun siehst. Ja. Ach so. Sorry, ich dachte bei Cursed Sun ist das so eine Talkshow. Oh, geil. Ja, also wir sehen einmal Burrito und Burrito. Wir sehen Burrito und Burrito beide zusammen in der Cursed Sun Talkshow. Woraufhin Burrito übel wird und er sich nicht nur übergibt, sondern anscheinend auch das Mikrofon auskotzt. Zumindest sieht es so aus. Danach kriegt er es ins Auge. Was natürlich weniger gesund ist. Das ist ein Mikrofon. Ist. Ja, natürlich ist es ein Mikrofon, aber am Ende sieht es bei Burrito so aus, als hätte er einen grauen Dildo im Auge und deswegen ruft er die Feuerwehr oder den Krankenwagen. Die Frage ist, ob der auch kommt. Ich wage es zu bezweifeln. Okay, ja. Oh nein. Die Ärzte kommen, aber leider zu spät. Burrito ist bereits tot. Nein. Und wir alle gehen zu Burritos Beerdigung. Und weinen bitterlich. Burrito. Weil Burrito nicht beerdigt, sondern gekreuzigt wurde. Schade. Er hängt doch am Kreuz. Mega geil. Nein, das ist nur. Alter, das Bild von dir, Christo, ne? Sieht so gut aus. Holy shit. Also, wenn ich irgendwann eine Talkshow hoste, nenne ich sie Cursed Sun. Danke für den Einfall, Anni. Was lernen wir da? Ein Polizist. So, ja. Der eine Polizist mit Elfenohren. So, ein Polizist mit Elfenohren. Mit diesen Elfenohren schreibt er was auf. Ja. Ja, das ist ein Polizist mit Elfenohren, der glücklich dasteht. Oder mit einem Pfeil dasteht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ein glücklicher Polizist. Ein Polizist? Oh! Und mit diesem Laserschwert schreibt er was auf. Okay. Und der Polizist in seinem Polizistenkostüm geht zur Comic-Con? Glaube ich. Human Yoda. Und der Polizist mit Elfenohren und dem Laserschwert geht zum Pokémon Trading Card Stand? Und dann kommt leider aber ein Meteorit wie aus heiterem Himmel, wie es öfter so bei der Comic-Con der Fall ist.
Aber das ist kein Problem für den Polizist mit Elfenohren, denn er spielt damit Basketball, glaube ich. Ja. Und Papo mit den Flötenbeinen. Guckt euch die Beine an und sagt mir, dass es keine Flötenbeine sind. Geil. Papo mit den Flötenbeinen. Ich war so happy, dass ich das als Dritte bekommen habe. Ja. Iron Man und Thanos auf ihrem ersten Beat. Iron Man. Das war so schwer. Iron Man zu zeichnen ist mir echt schwer gefallen. Also. Oh. Einfach der pinke Thanos. Und für Thanos hatte ich keine Zeit mehr. Ja, wieder Barney. Ja, Iron Man und Thanos haben ein tolles Date und Iron Man klaut sich währenddessen den Handschuh von Thanos und lässt Thanos verschwinden. Aber, oh ja, dann ist Thanos wieder da und er lässt sie nochmal verschwinden. Nevermind. Bye bye, he's not feeling so well. So, am Ende hat er aber leider nur seine eine Gesichtshälfte verschwinden lassen und dadurch ist er gestorben. Schiebt er ihm gerade den Handschuh in den Arsch? Jetzt ist Iron Man fusioniert zu Topfmann. Oh. Zu Topfmann. Mit buschigen Augenbrauen. Und als nächstes hat er Barney umgebracht, weil er die Serie schon als Kind gehasst hat. Jetzt hat er gönnt sich eine krasse Keule von Barney und macht eine Weltreise. Ja. Lucy hat mit pinker Hähnchenkeule die Welt gewonnen. Okay. Ja, ungefähr das ist dann rausgekommen. Ja, aber also bis auf den Thanos war ich mit dem Iron Man sogar ganz zufrieden. Geist ist auf ein Date gehen, Alter, die Armen. Aber wieso ist denn die Welt durchgestrichen? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Weil die tot ist. Der hat die Welt weggesnappt. Ja. Aber er hat ja nur die Hälfte weggesnappt. Ich bin schön. Ah, okay. Du Weltraummonster. Okay, eine Story. Loki sucht einen Job und ist beim Bewerbungsgespräch. Oh, das war so also, ganz entspannt. Maoki dachte sich, den Twitch an Nageln braucht einen neuen Job. Geht zum Bewerbungsgespräch, ganz selbstbewusst. Hallo, ich kann gut mit Menschen. Dann plötzlich denkt sich Maoki, scheiß drauf, ich esse den einfach. Fuck it. Ab in meinen Mund damit! Einmal schön runterschlingen, die Zähne werden immer grauenhafter. Lecker, schmecker, scheiß auf den Job, wenn ich einfach Menschen essen kann. Maoki wird zu einer riesigen Schlangenfrau und sieht ein kleines Babykätzchen, was aussieht wie Burak ein bisschen mit den Haaren. Maoki frisst das Babykätzchen und stülpt ein bisschen von ihrem Inneren nach außen. Die Schlangen können doch so ihren Kiefer ausrenken. Großartig. Dann klettert sie auf einen Baum und geht in ihren Kokon. Maoki auf einmal ein Kokon. ist aber die Spy. Wie gut ist denn dieser Kokon gezeichnet hat? Oh mein Gott, diese Story! Die Story ist ja mal so gut! Aber warte, ich möchte kurz. Bart, wo kommt der Baum her? Wo kommt der Kokon her? Herr Mauke hat sich einfach den nächsten Baum gesucht und ist in den Kokon gegangen. Wisst ihr, was das Allerbeste daran ist? Er hat am Ende ja tatsächlich einen Job gefunden. Ja, yeah, true. Es hat genau richtig funktioniert. Genial, auch das Ende genial einfach. Ich war gut im Bewerbungsgespräch. So gut. Ich kann gut mit Menschen, deswegen fress ich die jetzt. Dieser Plot-Twist. Ach du Scheiße, ey.